Und wir sehen, wie sie gut wegkommen, vor allem, wenn jemand zur Fahndestelle gleich mal angreift, während dort Michael Tienes ein ganz klein bisschen Rauch aufkommen lassen muss. Wird das hier jetzt eng zur Kurve 1 hin. So tritt teilweise miteinander. Das kann nicht gut gehen. Da müssen sie sich irgendwie einig werden. Michael Tienes gibt Ausdruck nach und schafft es tatsächlich mit 5 Stunden, dass alle hier problemlos durchkommen. Auch im Hintergrund kommt so da. Typische Kettenreaktion. Die Bremspunkte sind hinten in Aufstau. Da ist es der Marius, der nochmal auf einen Tipp reagieren muss. Und dann gibt es vorne und hinten Klaps. Und der Franz Boller ist weg, sodass er sich jetzt hier ransaugt. Und wir wissen aus der vergangenen Saison, dass der gerne mal spät auf der Bremse ist, dass er mal zu spät, der noch einen Hauch näher dran ist an dem Vordermann. Aber wir sehen, dass auf der Bremse vor allem dann auch nochmal rund um Zopf der Angriff gelingt seitens Stefan Gese. Desto mehr verlieren sie den Anschluss nach vorne. Beide Zoda wollen jetzt zurückattackieren und den Platz wieder haben. Der eine innen, der andere außen. Für Marc Zopf hat es gereicht, für Roland Schieder auch, wie wir hier sehen, aber ganz knapp über den Curve. Da haben sich zwei Teams gefunden, Kurve 1, auch das funktioniert an dieser Stelle hier. Im Viererzug kommen sie alle sauber durch, auch wenn hier jeder da ein bisschen mit der Hinterachse zu kämpfen hat. Im Hintergrund haben sich mitziehen lassen Thomas Fadler und Etienne Brackern, die dort mit nach vorne möchten. Fadler, dieser fünfte Platz, aktuell sicherlich nicht allzu zufriedenstellend, wenn man die Siegambitionen aus dem letzten Rennen mit dazu zieht. Und ist sehr spät auf der Bremse unterwegs, leichte Bewegung, Vorderrad auf Hinterrad, dann dreht er ihn doch! Bei Undercut-Situationen, das war viel zu weit innen über den Körper für jemanden zu punchen. Dem Spiel viel Schwung verliert, der erneut über den Körper kommt, das Heck geht rum und er dreht sich weg. Fast hätte er da den Soda noch mitgerissen. Und wir sehen die ersten Regentropfen. Das sieht dann hier in der Heckperspektive schon ganz eindrucksvoll aus. Wir sehen hier Jan Kartau mit 1,8 Sekunden Vorsprung von Mike Tienes, bevor wir da gerade eben schon den ersten Regenreifen gesehen haben. Das ist einer der beiden Tims. Und es scheint Michael Tim zu sein, der tatsächlich gerade auf Regenreifen gewechselt ist. Das scheint allerdings noch zu früh zu sein. Der kommt auf der Strecke hinter einem Tim wieder raus, der sich vor ihm wegdreht. Mega brenzliche Situation. Und dann heißt es hier auf spiegelnasser Strecke wieder einsortieren. Und den Bremspunkt zur Kurve 1 kriegen. Und das ist mit kalten Reifen eine massive Herausforderung, wie wir hier sehen. Fadler und Mujanovic, beide in der Box. Und Mujanovic jetzt mit Intermediates. Und jetzt auch Jan Kartau, der führende Mann, sich einen neuen Reifensatz, nämlich einen Regenreifen, holt. Kommt hier gerade los, während Tienes seine Führung, die er hier in der Boxerstraße gewonnen hat, gleich wieder abgegeben wird. Hier ist er noch dran. Da geht er über den Körper, rutscht weg, schlittert das Passagier und schlägt sich tatsächlich hier den Frontspoiler ab, ausgefallener heute Abend sieht. Hier schlittert Jan Kartau durch Kurve 1 und auch Emrah Mujanovic ist in die Box gekommen, um den Intermediate abzulegen. Nicht alltäglich und unterstreicht, wie nass das mittlerweile hier ist, dass beim Rausbeschleunigen aus dem Pitlimiter sofort das Heck rumreißt. Die mitschnellste Kurve auf der ganzen Strecke, Parabolica. Hoher Einlenkpunkt, boah, knapp um die 200 km/h, plötzlich kommt ein Schlittern. Kann nicht rechtzeitig reagieren und schlägt hier eine Leitplanke an. Und so sehen wir tatsächlich einen Jens Gürtler, der zwar berundet ist von Michael Tim, aber im Moment schneller ist und sich nicht traut, zurück zu überrunden, was ihm jetzt alles ohnehin erspart bleibt. Nächster Stop, Michael Tienes, und der ist ein zweites Mal ohne Frontspoiler unterwegs. Wird überholen, doch er hat Glück, dass Wolny über den Körper hinaus rutscht, aber er versucht dagegen zu halten, will in den Zweikampf bleiben. Muss dann hier längst erstmal den Kürzeren ziehen. Rutscht da schlicht und ergreifend auf den Teppich neben dem Hückerb weg und schlägt sofort so böse an, dass hier sowohl das Hinterrad als auch der Heckspoiler sowie der Frontspoiler abgerissen sind. Leichte Verunsicherung womöglich durch die Überrundung hier. Da fährt er relativ langsam die Kurve an und beim Rausbeschleunigen bricht ihm die Hinterachse aus. Während hier tatsächlich Emrah Mujanovic auch nochmal in die Box kommen musste. Das erklärt vermutlich auch, warum er den Reifen jetzt so runterrasseln konnte. War das hier eine Berührung oder war es keine? Doch, er ist getroffen worden und dreht sich dementsprechend weg. Er war zwischenzeitlich auf Platz 9 gelistet, ist dann von Wolny und Maniak aufgeholt worden. Und dieser Curb kostet ihm das Rennen, nachdem er mit Medium-Reifen unterwegs war. Von Wolny kommt da nach wie vor ein Stückchen weiter ran an den Vordermann. Boah, und da ist es tatsächlich der Zupanisch, der sich vor Mujanovic wegdreht. Und der geistesgegenwärtig kriegt noch irgendwie die Linie hier auf dem Curb, kann gerade so ausweichen und dreht sich dann aber links auf dem Curb weg. Boah! Und auch für den Heide Racer reicht es gerade so. Das hätte drei Ausfälle auf einen Schlag geben können. Und dementsprechend war es das Wichtigste, fehlerfrei um die Strecke zu kommen. Und das hat dann auch noch sehr, sehr schnell und sehr, sehr zügig Jan Kartau getan, der in dieser Situation sich als Führender und Sieger feiern lassen darf. Wir haben ihn Ende Kurve 1 ein paar Mal neben der Strecke gesehen.